Dankeschön! Hallo liebe Zuschauer, wir begrüßen euch heute von der roten Couch und bei mir sitzt die Jessie, die ist Mitglied bei uns bei den Toastmasters Augsburg und wir haben heute ein paar ganz gemeine Interviewfragen für die Jessie vorbereitet. Ja Jessie, das Jahr neigt sich dem Ende zu und wie es bei jedem so halt ist, der Jahreswechsel, der wird wieder ein bisschen ruhiger, wir haben Zeit in uns zu gehen und fragen uns vielleicht, was war denn so das ein oder andere Highlight dieses Jahr? Nicht nur persönlich, sondern auch für die Toastmasters Augsburg. Was siehst du als Highlights für die Toastmasters Augsburg? Als Highlight würde ich tatsächlich sehen den Workshop von der Friederike, weil der einfach so viel Mehrwert geboten hat. Es ging um das Thema, wie kann ich Feedback entsprechend an mein Gegenüber wiedergeben. Und das hilft einem ja nicht nur im Privatbereich in der zwischenmenschlichen Kommunikation, sondern kann einem ja auch geschäftlich in der Arbeit helfen. Mhm. Und da die Möglichkeit zu haben, das Ganze zu üben, war grandios. Sehr stark. Stimmt, ja. Also der Workshop, der war bombastisch. Ja, ich frage mich oft, wenn ich mit Freunden rede, wie ich denen das Thema Toastmasters näher bringe. Letztens hat tatsächlich ein Freund gefragt, weil ich halt mittwochs nie Zeit habe, was machst du da mittwochsabend? Und ja, mir fehlen so ein bisschen die Worte. Was würdest du denn antworten? Ich würde sagen, ich lerne zu reden. Du lernst zu reden, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Man lernt ja wirklich, sich auszudrücken. Und ich habe auch gemerkt, in den 2 Jahren, die ich jetzt mit dabei bin, wie selbstsicher ich in meiner Sprache werde. Mhm. Und die Möglichkeit zu haben, das wirklich in regelmäßigen Abständen zu üben, das gibt mir die Möglichkeit, das dann auch langsam in meinen Alltag zu integrieren. Und ich kenne sonst nirgendwo anders die Möglichkeit, das wirklich so in diesem Maße mir anlernen und antrainieren zu können. Sehr stark. Sehr coole Antwort, die werde ich mir merken. Vielleicht kriegen wir so das eine oder andere Mitglied dazu. Okay, jetzt am Jahresende stellt sich natürlich die Frage, was kommt nächstes Jahr? Was erwartet uns Toastmaster in Augsburg nächstes Jahr? Kannst du uns einen kleinen Ausblick geben? Viele großartige Sachen. Sehr cool. Zum einen starten wir wie jedes Jahr einen Contest, der auch deutschlandweit bzw. weltweit auch auf Englisch mit ausgetragen wird. Zum anderen gibt es aber auch ganz, ganz viele Workshops wieder, die wir mit aufziehen werden. Und so kann sich immer jeder das rauspicken, wo er sagt, Mensch, das ist jetzt ein Bereich, der interessiert mich oder in dem Bereich möchte ich mich einfach weiterentwickeln. Und da hat man auch die Möglichkeit, sich mit anderen Toastmaster-Mitgliedern mit auszutauschen und mit Profis im Endeffekt auszutauschen, zu sagen, okay, hey, hast du vielleicht da die Möglichkeit, mir ein bisschen mehr mit beizubringen? Ja, vor allem auch von Profis Feedback zu kriegen, ist immer bombastisch. Das soll es gewesen sein von der roten Couch. Schöne Weihnachtsgrüße, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.